Im Namen des Sammlers, des Steelbooks und des heiligen Artworks. Troy Duffys Boondock Saints, der blutige Pfad Gottes, konnte quasi über Nacht / overnight zum Kultfilm avancieren. Ein ultra cooler, aber auch ultra brutaler Rache-Action-Film, der bei den deutschen Jugendschützern gerade aufgrund seiner Kombination von Rache und Kirche vermutlich nicht besonders gut angekommen ist. Deswegen wurde die deutsche Videofassung bereits ein Jahr nach ihrer Veröffentlichung indiziert und verblieb dann für 11 Jahre auf dem Index für jugendgefährdende Medien. Erst 2010, 9 Jahre nach der ursprünglichen Indizierung, wurde diese mehr oder weniger durch die Indizierung der Blu-ray von Cape Light bestätigt und der Film auf Liste A eingestuft. Mitte 2012 dann folgte allerdings die Listenstreichung, gefolgt von einigen Re-Releases des Films. Und ein spannendes Detail gleich noch am Rande: obwohl der blutige Pfad Gottes für lange Jahre nicht nur eine SpioJK-Freigabe trug, sondern auch indiziert war, gab es nie eine gekürzte deutsche Version von dem Film. Nicht einmal im Fernsehen lief dieser Film in einer geschnittenen Fassung. Stattdessen gab es ursprünglich nur die DVDs bzw. Videos von Columbia TriStar und Halcon. Diese waren dann allerdings relativ lange out of print und ziemlich rar und nur teuer zu bekommen. Dann nahm sich Cape Light Pictures des Films an, veröffentlichte unter anderem ein cooles Mediabook, aber natürlich auch Standard Editions auf DVD bzw. Blu-ray. Nach der Listenstreichung folgten dann 2 Steelbook-Auflagen und jetzt Ende Dezember 2015 folgt das, was für mich und viele andere Sammler wahrscheinlich auch die ultimative Auflage von diesem Film ist. Dieses Jahr und generell in letzter Zeit ist das Wort Mondo in den Mündern und Köpfen von jedem Sammler international. Ganz besonders die Mondo Steelbooks, die in Amerika bzw. Kanada exklusiv begonnen haben und jetzt auch noch ihren Weg nach Europa gefunden haben und eben zu Zavi bzw. Cape Light übergeschwappt sind, größte Beliebtheit. Und mit Der blutige Pfad Gottes erschien Anfang Dezember 2015 tatsächlich das allererste deutsche Mondo X Steelbook. Und das ist jetzt bei mir gelandet und deswegen freue ich mich ganz herzlich, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check eines der wohl besten und schönsten Steelbooks des Jahres 2015 vorzustellen. Der blutige Pfad Gottes, aka The Boondock Saints, als deutsches Mondo X Steelbook. Für alle, die sich jetzt im letzten Teil vielleicht ein bisschen gefragt haben, was genau ist eigentlich so ein Mondo X Steelbook, habe ich, bevor wir uns jetzt das deutsche Cape Light Steelbook von The Boondock Saints näher anschauen, einmal eine kleine Werkschau mitgebracht von allen bisher erschienenen bzw. in meiner Sammlung gelandeten Mondo X Steelbooks und das sind immerhin 10 Stück. Begonnen hat der Trend mit Looper und Boyhood, dann folgten Rambo First Blood und Pan's Labyrinth, Dredd und Flash Gordon, Shaun of the Dead und The Thing und dann zu guter Letzt noch Terminator 2 und X Machina. Wie ihr vielleicht jetzt bei meinem kurzen Durchblick durch die verschiedenen Cover erkannt habt, haben alle diese Steelbooks einen wirklich ähnlichen Stil in Sachen Covergestaltung, aber vor allem einen komplett identischen Stil in Sachen Aufmachung. Und das, was für mich als Sammler von einheitlichen Reihen, als Steelbook-Sammler und als Mondo X-Fan ganz besonders wichtig und auch hervorragend war, ist, dass Cape Light es wirklich geschafft hat, diesen Stil 1:1 auf den deutschen Release von Boondock Saints zu übertragen. Schauen wir uns das einmal im direkten Vergleich wirklich im Detail an. Wir sehen das Frontcover des Steelbooks, das ich jetzt allerdings nur ein bisschen bewege, damit wir mitbekommen, dass diese Bildelemente, nämlich das kleine Blu-ray-Logo, das Mondo Steelbook-Logo und der Filmtitel, nicht auf dem Steelbook aufgedruckt sind, sondern eben auf dem Plastikschuber, wie das eben bei den Mondo Steelbooks so üblich ist. Außerdem gibt es ein Backcover, das ebenfalls nicht auf das Steelbook gedruckt wurde, sondern natürlich
auf das Plastik. Das allerdings, was ebenfalls relativ deutlich wird, wenn man jetzt das Steelbook in seinem Schuber bewegen, dieses Design vom Steelbook wirklich hervorragend einarbeitet. Ansonsten ist sogar, finde ich, das Backcover überraschend passend zu den Veröffentlichungen von mehrere tausend Kilometer weit weg ausgefallen. Wir bekommen hier die Inhaltsangabe des Films, die Cast and Crew Informationen, natürlich die Details zum Bonusmaterial, die technischen Details und so weiter. Aber jetzt ist es soweit und wir schauen einmal auf das eigentliche Steelbook Artwork. Und auch da kann man einfach nur sagen, wow! Das ist auf jeden Fall eines der am besten konzipierten Steelbooks des Jahres. Das Artwork wirkt einfach fantastisch und wurde außerdem noch hervorragend auf das Steelbook gebracht und hervorragend aufbereitet, was man besonders deutlich sieht, wenn man dieses Steelbook-Motiv hier bewegt. Dadurch erkennt man nämlich, dass quasi dieses Kunstglas im Hintergrund mit dem Steelbook Finish etwas mehr in den Glanz geht. Genauso wie natürlich die beiden Pistolen in den Händen, dass die beiden Leitwörter Equitas und Veritas auftätowiert sind, genauso wie einige andere Sachen. Das ist mehr oder weniger eine unglaubliche Vermischung der Motive der heiligen Bilder und eben von The Boondock Saints. Ein großartiges Design, hervorragend aufbereitet. Schauen wir jetzt weiter über den Spine von diesem Blu-ray Steelbook, wo wir eben weiter den Filmtitel lesen. Das große Steelbook-Logo, über das sich vielleicht ein paar Leute am Anfang gewundert haben. Jetzt werdet ihr allerdings wissen, warum das da ist. Das ist nämlich bei allen Mondo X Steelbooks Standard. Außerdem bekommen wir ganz oben das Mondo-Logo und die Nummer 15. Alle Mondo-Steelbooks werden durchnummeriert, egal in welchem Land sie erscheinen. Das heißt, dieses deutsche Steelbook steht tatsächlich im Regal in einer Reihe von Steelbooks, die in Kanada, Amerika und so weiter veröffentlicht wurden. Eigentlich unglaublich. Schauen wir jetzt einmal auf das Backcover. Da ist das Hochglanzfinish wesentlich flächendeckender als noch auf dem Frontcover, aber trotzdem nicht komplett. Es ist mehr oder weniger ein kleiner Teil von diesem Backcover außen vorgeblieben und gerade das macht, finde ich, wenn man sich dieses Backcover anschaut, einen großen Unterschied aus. Wir sehen auch hier ein richtig cooles, fantastisch aufbereitetes und einfach nur großartiges Bild. Hier hat man sich wirklich nicht nur bei der Aufbereitung für das Steelbook Gedanken gemacht, sondern auch bei der Erstellung des Artworks und an der Stelle wirklich ein großes Shoutout an Becky Cloonan, von dem das Artwork für dieses Steelbook ist. Jetzt schauen wir einmal nach innen. Da bekommen wir einerseits einen kleinen Flyer mit Werbung für andere Blu-rays von Cape Light und dann darunter das Innenartwork des Steelbooks. Und auch da kommt etwas zum Tragen, was bei den Mondo X Steelbooks Standard ist, nämlich ein durchgehendes, flächendeckendes Innendesign, das nicht nur das Steelbook, sondern auch die Discs betrifft. Und hier hat Cape Light wirklich ganze Arbeit geleistet und genau wie die internationalen Kollegen das Design hervorragend auf den Steelbooks fortgesetzt, sodass wir das bereits jetzt toll erkennen können. Trotzdem entfernen wir einmal die beiden Discs, einerseits die Blu-ray mit dem Film und andererseits die DVD mit der Dokumentation Overnight. Extrem sehenswertes Bonusmaterial übrigens über die Entstehung von The Boondock Saints. Und darunter haben wir dann das tolle Innenartwork, wo wir nicht nur die beiden Saints sehen, sondern mehr oder weniger auch eine andere Sicht auf ein ähnliches Motiv wie auf dem Frontcover. Auch hier wird wieder fantastisch gearbeitet mit dem metallischen Schimmer des Steelbooks, der, wie bereits bei dem äußeren Cover, nicht flächendeckend eingesetzt wird, sondern nur dort, wo er wirklich gebraucht wird. Absoluter Wahnsinn.
Und auch wenn ich jetzt das Risiko eingehen muss, irgendeinen Kommentar abzufangen, Wortwiederholung, Wortwiederholung, ich muss es einfach noch einmal sagen, absoluter Wahnsinn. Das Mondo X Steelbook von The Boondock Saints ist absoluter Wahnsinn. Cape Light Pictures liefert mit diesem Release den meines Erachtens nach besten deutschen Steelbook-Release des Jahres 2015 ab. Ein Stück, das in keiner Steelbook-Sammlung eigentlich fehlen darf. Ganz besonders, wenn jemand so wie ich gerne auch internationale Steelbooks sammelt und die anderen in Amerika bzw. Kanada veröffentlichten Mondo X Steelbooks schon besitzt, dann ist dieses Teil natürlich absolutes Pflichtprogramm. Genauso ist das Steelbook für alle internationalen Käufer, die die Reihe sammeln, Pflicht, aber für die brauche ich das quasi nicht sagen, weil die werden mich jetzt nicht verstehen. Schade. Naja, auf jeden Fall bietet Cape Light mit diesem Steelbook ein wirklich großartiges Artwork im Mondo-Stil. Das Steelbook wurde mit seiner Aufmachung perfekt an die Mondo X-Reihe angepasst, bis ins kleinste Detail. Im Steelbook befindet sich nicht nur der Film auf Blu-ray, sondern auch noch die spielfilmlange Dokumentation Overnight auf DVD. Das ist ein umfangreiches Paket. Jeder, der The Boondock Saints noch nicht gesehen hat, sollte das bei diesem Kultfilm unbedingt nachholen, und es gibt keine bessere Möglichkeit dafür als dieses Mondo X Steelbook. Absoluter Wahnsinn.